So, meine lieben Zuschauer, ich grüße Sie ganz herzlich zum ersten Teil der EZB oder des EZB-Sitzungsevents. In knapp 40 Sekunden, 39, kommt hier die Zinsentscheidung. Erwartet wird ein Leitzins bei 0,05% unverändert. Dementsprechend, man darf gespannt sein, ob es hier dann noch die ein oder andere Botschaft schon im Vorfeld eben der Anleihekäufe des Quantitative Easing-Programms geben wird. Das werden wir beobachten. Jetzt haben wir hier zunächst in der Beschau links den DAX und rechts den Euro gegenüber dem US-Dollar, um mal zu sehen, was für Haken hier geschlagen werden, wenn denn jetzt gleich die erste Entscheidung getroffen wird. Euro-US-Dollar zieht sich schon mal stark zurück, wie wir auf der rechten Seite sehen, sogar sehr, sehr stark. Hier ist auch eine Spread-Ausdehnung natürlich zu vernehmen, aber noch im Rahmen. Sehr, sehr hektisch aktuell, jetzt geht's los. Wir sehen hier mehr oder weniger gerade die Findungsphase. Wir können dann auch gleich nochmal ein Zeitfenster tiefer gehen. Aber es ist sehr, sehr hektisch, sehr, sehr wild aktuell. Nochmal in einem untergeordneten Zeitfenster an, und zwar hier auf dem MetaTrader. Und zwar hier im 5-Minuten-Chart. Wie gesagt, in den 1-Minuten-Chart-Intervall. Sehen wir hier erstmal die aktuelle Kerze, wie sie sich denn hier entwickelt. Die Hektik ist definitiv vorhanden, aber sind alles noch Ausschläge im Rahmen. Die EZB lässt den Leitzins wie erwartet, also keine Veränderung dahingehend. Auch der Einlagesatz wird wie erwartet bei minus 0,2 Prozentpunkten belassen. Der Euro dahingehend bis auf das wilde Hin und Her jetzt hier in den ersten Sekunden wenig groß beeinflusst. Das eigentliche Thema ist ja letztlich hier die Frage in Sachen Anleihekäufe, in Sachen Umfang der Anleihekäufe, aber wir sehen Euro-US-Dollar hier aktuell relativ human unterwegs. Schauen wir uns daher nochmal den DAX daneben an. Hier im Stundenchart-Intervall auf der linken Seite, hier Euro-US-Dollar. Es hat sich im Prinzip jetzt aktuell noch wenig getan, aber doch beginnen wir mal kurz mit dem DAX hier im Stundenintervall. Wir haben ja ein bisschen Projektion mal vorgenommen, um den DAX etwas einzugrenzen. Wir sehen ganz klar hier seit dem 19.01. diese Seitwärtsrange, die sich hier relativ großzügig aufgebaut hat in ihrer Ausdehnung, in ihrer zeitlichen. Gestern der kleine Spike nach unten, als hier eben bekannt wurde, in welchem Umfang monatlich hier die Anleihekäufe stattfinden sollen. Das, wie gesagt, ist dann eben die Frage in Sachen Bestätigung, die Rahmenbedingungen dahingehend weitestgehend abgeklopft. Also es ist so, dass die Erwartungslage klar gesteckt ist. Jetzt muss man eben sehen, gibt es eine Enttäuschung oder eine Überraschung oder wie auch immer der Markt das letztlich interpretieren wird. Der DAX hier aber ungehindert dessen, und das sehen wir hier sehr schön, seit ja dem 6. Januar mehr oder weniger hier in einem stabilen Aufwärtstrend. Hier signalisiert durch diese grüne Linie, die können wir auch gerne noch ein Stück weit breiter machen, um das Ganze nochmal hervorzuheben. So, da ist jetzt wirklich eine dicke Linie, aber hier mehrfache Touchierpunkte, die letztlich temporär zu einer Unterschreitung führten, aber nicht nachhaltig. Gerade auch hier der letzte Test vom Vortag, also von gestern Nachmittag, hier sehr schön punktuell an eben dieser Linie aufgesetzt. Nichtsdestotrotz, die Range hier, der Horizontalbereich, ist viel, viel entscheidender. Jetzt gilt es aber eben mal abzuwarten, was hier passiert. Wir haben hier oben den Deckel definitiv drauf im Bereich 10.300 Punkten. Das wird ein ganz wichtiges Level sein. Das soll heißen, gerade für heute muss der DAX hier per Stunde rüber. Idealerweise heute gab es in der Morning Session in der vorbörslichen Indikation hier einen Hoch von 10.339,80 Punkten. Da müssen wir drüber. Dann wäre hier der Weg in jedem Falle geebnet. Und Sie sehen hier die Projektion des Rechtecks. Und zwar ist das hier daher geleitet, dass wir hier auch im Vorfeld, Sie erinnern sich ja an den 15.01., das war hier die Schweizer Franken-Panik mehr oder weniger. Und da haben wir praktisch nach einem Ausbruch nach unten, das könnte auch heute durchaus der Fall sein, ein Comeback nach oben gesehen und dann sogar ein Übersteigen der, ja, ich will sagen, letzten Verlaufshochs. Ja, dann gab es eine Konsolidierung in der Night Session und dann hat sich hier in der Früh am 16.01. hier ein schönes Aufwärtsmomentum entwickelt. Ja, und wenn wir das hier ableiten, dann kann man durchaus projizieren, dass der DAX hier Möglichkeiten hat, bis in den Bereich von 10.600 Punkten anzusteigen. Sofern wir hier einen kleinen Dip nach unten sehen, neue Hochs, dann wieder eine Seitwärtskonsolidierung, dann kann man da sogar noch ein Stück weit raufmünzen. Tatsache ist, der Markt rechnet hier mit weiterer Liquidität, was hier letztlich dann den Markt generell stützen dürfte. Also hier weiter in die Vermögenswerte sozusagen. Ob das natürlich effektvoll für die Realwirtschaft ist, was Mario Draghi da fabriziert, das sei mal dahingestellt. Letztlich, die Finanzmärkte würden es bejubeln, wenn es denn so kommt, wie es erahnt ist. Und darum sind auch natürlich hier im Vorfeld nach einem eher schwachen Januarauftakt, den wir ja hier sehen oder gesehen haben, mehr oder weniger,
direkt hier Ende Dezember. Dann gab es hier in den Auftakt in den Januar hinein hier doch stärkere Rücksetzer, um dann eben hier mit der Euphorie zur EZB und der eben klaren Entscheidung in Sachen Anleihekäufe dann hier weiter nach oben zu drehen. Die Märkte nehmen es vorweg. Jetzt darf man eben gespannt sein, ob es hier eine derbe Enttäuschung gibt. Schlussendlich hier oben der Deckel drauf, 10.300 Punkten, 10.339, wie gesagt, per Stundenpreis drüber wird es, wie gesagt, sehr, sehr spannend. Ansonsten nach unten raus sollten wir tunlichst nicht das Tief von gestern unterschreiten, das hier im Bereich 10.147 Punkten liegt. Gehen wir da drunter, dann wäre das technisch erstmal ein ja, eher negatives Signal, muss man ganz klar sehen. Und dann hat man hier unten entsprechende Auffangzonen. Es dürfte dann durchaus zu einem Test der Marke von 10.000 Punkten kommen, wenn wir hier unter 10.147 gehen sollten. Die Volatilität kann zunehmen. Wir werden es, wie gesagt, beobachten. Das zum ersten Teil. Im zweiten Teil gibt es dann hier 14.29 nochmal die neue Einschätzung. Dann schauen wir mal an, wie die Märkte da reagieren. Euro-US-Dollar, ja, schauen wir auch hier nochmal kurz auf das Bild im Stundenchart. Auch gestern den Chart schon mal auf dem JFD-Desktop bereitgestellt, heute im JFD-Devisenradar auch besprochen. Hier die Lage letztlich noch nicht gänzlich klar, aber es deuten sich vorsichtige Erholungstendenzen an. Also je nachdem, da müssen wir natürlich schon davon ausgehen, dass es dann eher oder mehr oder weniger zu einer positiven Überraschung für den Euro kommt, also mehr oder weniger keine Verwässerung des Euros im Sinne großartiger Anleihekäufe, sollte der Euro ja dann tatsächlich nach oben aufdrehen. Wir sehen hier den Deckel drauf bei 1,1640, dann haben wir hier entsprechende Ziele. Das können Sie heute im Devisenradar-Video entnehmen. Wie gesagt, das ist jetzt hier die Live-Beurteilung zur gegenwärtigen Situation. Summa summarum, Leitzins beibelassen wurden. Weitere Maßnahmen werden eben um 14:30 Uhr vorgestellt. Da geht es dann auch speziell um die Anleihekäufe in der EZB-Pressekonferenz. Darum sind wir eine Minute vorher schon online. Wir haben aktuell hier, wenn wir noch mal kurz auf den 5-Minuten-Chart sehen, schon mal wilde Ausschläge gesehen. Und das können wir mal kurz hier erfassen. Vom Tief bis zum Hoch. Ja, das war mal hier ganz spannend. Knappe 65 Pips. Das kann ein Vorgeschmack darauf sein, was dann 14:30 Uhr kommen wird. Wir werden es beobachten. Schalten Sie ein. 14:29 Uhr gehen wir direkt nochmal online. Ich sage an dieser Stelle bis dahin erstmal danke für Ihre Aufmerksamkeit und bis später.